Ach du Kacke, was hast denn du gefunden? Super geheimer Raum und ich kann. Und das reicht noch nicht mal, um mich voll zu machen. Doch, reicht genau. Geil. Ich habe aber eine Todsünde habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Was? Warte, warte, ich rate Glutoni. Ja. Glutoni ist so eine Vagina mit einem Kopf drauf. Ja, ich habe ja das Bild vor Auge. Ich meine, Last habe ich bei dir auch, glaub, noch nicht gesehen. Last? Okay. Aber bei dem war ich oft der. Das ist der, der denn nur hinterherläuft und nichts anderes macht. Ja, und Super Last, ist das gleiche, nur dass er so eine Schleimspur hinter sich herzieht, ne? Okay. Und schneller, ich weiß nicht. Klick mal auf Super Last und sag mal, was ihn unterscheidet zu Last. Da steht er ja immer. Warte. Super Last ist eine Verbesserung von Last, die eine der 7 Todsünden darstellt. Sie sieht der normalen Last leicht leicht ähnlich, nur mit den Unterschieden, dass sie mehr Tumore hat und denen. Warte mal gerade. Achso, nee, das ich überspringe mal kurz, warte. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla bla. So. Sie ist deutlich größer und schneller als die normale Last. Hält mehr aus und gleich der Rückstoß der Drehung schneller aus. Und was? Und gleicht den Rückstoß der Drehung schneller aus. Das heißt? Keine Ahnung. Super Red habe ich auch noch nicht gesehen. Super Red. Yeah, Super Envy habe ich schon gesehen, also, Super Beat habe ich schon, Super Slot auch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war bei jedem schon in der Super Form. Also die normale Form, klar, bei jedem schon. Die Super, also die Ultra Form auch bei jedem schon. Es gibt ja nur eine, die von Quiet. Ultra Quiet. Und bei der Super Form. Ich weiß es nicht, aber ich habe einen Doppelbluter. Okay. Ich hätte das Jammert nicht essen sollen. Ich bin das nicht gewohnt, dass ich nicht voll bin. Ich bin das nicht gewohnt, dass ich voll bin. Ich kann mich doch hier hinstellen und hier bin ich doch sicher in der Mitte. Ja, das hat sich jetzt auch wieder erledigt mit dem Vollsein, ne? Ja. Und hier bin ich natürlich sicher hier oben auf der Leiter und kann die von vorne angreifen. Ja, die Gegner habe ich aber gemeint. Ja. Wie gesagt, die gibt's auch mit einem Eisbergkopf hinten drauf und die, ich sehe die Karte schon wieder nicht. Ja, und die sind halt einfach schneller. Sind das die? Ja, okay. Das Geräusch ist so ätzend, wenn die den Kopf rausballern, ne? Ich finde das voll cool. Das krieg. Ja, voll cool. So knack. Ah, das ist genau wie. Ah, meine. Sie waren immer meine Hassgegner bis West of the Lamb und seit West of the Lamb. Oder seitdem ich die Masken zumindest kenne, sind die Masken auch dabei. Also die hier und die Masken sind so meine Hassgegner. Vielleicht gibt's auch andere dabei, aber die gehören auf jeden Fall beide dazu. Die kommen bei mir mittlerweile auch schon. Death Spiders. Ich bin auf der Ebene mit Mami schon, wow. Das heißt, ich komme aus dem Bossraum nicht raus. Und hier rechts oder links ist der geheime Raum. Ich geh mal ein bisschen zocken. Aber wobei, erst in den Laden gehen. Das ist der letzte Laden, von daher sollte ich ihn auch nutzen. Der letzte Laden. Soll ich dir die Karte bildlich vorstellen? Hier links guck ich gleich mal nach dem geheimen Raum. Weißt du, das ist genau das Geräusch von denen, erinnert mich an Minecraft, ne? Warum? Ich fand das immer so cool, oder zumindest war es halt, hat mich nicht gestört, als ich bei Minecraft irgendwo runtergesprungen bin, das ah. Aber jetzt machst du so knack, knack und es ist ah. Ich hasse ja, ich fand das Geräusch irgendwie cooler. Ja, ich auch. Naja. Schlüssel. Ich troll die, vor allem ich kann durch alle durchschießen, das macht das noch einfacher. Stimmt. Leiter und durchschießen, das ist eine gute Kombo gegen die beiden, wenn Abgrund dabei ist.
Laden oder Bücherraum. Ja, klar. Warum nicht? Ist ja, das wäre der letzte Laden gewesen und ich habe noch so viel Geld. Und das ist natürlich, ne? Darf ich nicht. Ist nicht. Ich finde Greed irgendwie cool, auch wenn er nervend ist. Für was steht Greed nochmal? Was hast du eigentlich gelesen auf der Wiki? Für was die steht? Greed war, ich glaube, war Gier. Ja, der gierig und Geld, das haben sie ja gut gemacht, das passt ja. Warte, ja, ist Gier. Wo steht das denn? Bei der Wiki einfach dabei? Ja, das steht immer, das ist immer der erste Satz, wenn du auf Todsünde klickst. Also ich bin ja bei einer Super-Todsünde, da steht Super-Pride, das ist die Mini-Boss-Form von Pride. Ja, das ist nur bei der Normale, also ohne Super und ohne Ultra. Pride ist eine der sieben Todsünden und steht für die Todsünde Stolz. Ja. Pride ist der Stolz. Okay, und hier rechts ist der geheime Raum und hier oben ist der super-geheime Raum. Obwohl, das ist der geheime Raum. Ich finde eigentlich von der Todsünde her, finde ich eigentlich Slot am coolsten. Ja, Slot hat was, aber weiß ich nicht, ja. lass es leichter und Pride ist auch cool. Ich meine ja auch, weil Slot Faulheit ist. Achso. Ja, deswegen auch der giftige Grüne. Ja, guck mal, rechts der Geheime, links der Supergeheime und direkt das gefunden. Oh! Toll. Die Scheiße ist, nach dem Bossraum komme ich. Ich muss das jetzt nehmen. Ich komme nach dem Bossraum nicht mehr aus dem Raum. Ja, ja. Wobei in der letzten Aufnahme, irgendwo zwischen 203 und 210, den Part, habe ich das hinbekommen, dass ich aus dem Marmraum rein und raus konnte. Markus? Ja? Ich muss mal kurz das Headset weglegen. Okay. Bei mir fliegt gerade riesiger Käfer im Zimmer rum. Der ist gerade durchs Fenster reingekommen. Ich hau ihn jetzt kaputt mit dem Mickey-Klatsch, Fliegenklatsche. Okay. Drecksau. Bis gleich. Ich wollte noch was erzählen. In den Krieg. Mach mal viel Glück. Danke. Komm her, du Dreck. Ab, du blöde Drecksau. Herzenverdopplung, das hat doch was. Bombenverdopplung, schön. Ja Leute, ich muss gerade mein Geld rauswerfen, weil es kommt ja kein Laden mehr, deswegen ich bin aber alles froh, wo ich Geld loswerden kann. Ach, die Trollbomben explodieren auch giftig, das ist schön. Viele Trollbomben einfach. Wach auf! Okay, das ist schon mal kaputt. Oh ja, gib's mir. Boah, nee, ich will eigentlich nicht Blut spenden, da geht das auf mein Weißes. Da kam Blut, verdammt! Krasser Scheiß. Was hast du gesagt? Ich glaube, er hört uns nicht. Mich nicht. Bring dich um, du Drecksau. Ist er immer noch nicht fertig, ey. Langsam ist der denn. Jetzt gib mir Flyler. Schwimm wieder hier, hallo. Du brauchst aber auch lange, um so ein Ding zu töten. Ja, pass auf, der hat mich voll verarscht. Der ist hinter meine ganze Mütze geflogen und als er dann draus war, hab ich dran gehauen mit dem Fliegeklatsch, aber dann ist er runtergefallen, er hat noch gelebt. Und dann hab ich noch auf die Fliegeklatsch irgendwie draufgeschoben und dann aus dem Fenster gewedelt. Und gerade als ich das Fenster dann zumachen wollte, ist irgendwie so riesig. Kennst du die riesige Grashüpfer, du, die extrem große? Die großen was? Die riesige, fette Grashüpfe. Weiß ich gerade nicht. So richtig dicke Grüne, so einer ist mir gerade, als ich das Fenster dann zumachen wollte, ans Fenster an die Innenseite gesprungen. Da habe ich die noch mit der Fliegeklatsche rausgeschoben. Cool. Das war voll actionreich, ja? Wenn ich Q drücke, verdoppeln sich meine Herzen. Das heißt, wie viel kann ich tragen?
11. Das heißt, ich benutze es, wenn ich 5 oder 6 habe, weil dann kriege ich jeweils 5 Herzen dazu. Okay. Okay, ich darf keinen Schaden nehmen, damit ich ein HP abkriege. Okay, ja, vor allem Isaac. Ich bin Eve! Du hast einen Code auf dem Kopf, oder? Ich hab gerade bekommen und da ist mein Silberherz flöten gegangen. Nein, weißes Herz meine ich. Wie einfach mal der Vogel die Wand auffressen will. Vogel. Der ist cool. Ja. Die ist very cool. Wie cool ist dieses Vogel? Dieses Bird. Na komm. Hau dein Ding in hier raus, dein Fuß, ich will das auf dein Bein. Ich hab nur einen Treffer bekommen, das ärgert mich. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Geld habe. Ich hab ja diesen dummen Penny. Ich hab das aber jetzt beigebracht. Hier ist ab. Lucky Joe. Emperor, das macht den Bossraum Teleport, klasse. Halt doch deine Herzekarte, die wäre doch eigentlich. Ja, nehme ich auch. Siehst du, jetzt habe ich das wollte ich gerade erzählen. Dass ich es geschafft habe, dass ich in den Marmraum rein und raus konnte. Und das schaffe ich ja jetzt auch. Ach ja. Und. Muss mal eben gucken, was der Lucky Tower bringt. Also, ich nehme eh das Polaroid mit dabei, egal. Erhöht die Chance, etwas nach dem Komplettieren eines Raumes zu erhalten. Ach, oh, hier ist Polaroid. Nimm Jeanette Penny. Na, erstens, es kommen keine Läden mehr. Zweitens, ich muss das Polaroid mitnehmen, um es zu Fragezeichen am Ende zu kommen, wo ich hin will. Achso. Und mal im Ernst. Guck dir meine Herzen an, ich habe voll die guten Chancen dafür. Ja, Black, doch. Black Screen! Ich wurde in Skype angeschrieben, cool. Weil ich weiß noch nicht wann. Keine Rückmeldung. Fuck yeah. Yeah. Ah, ich trink mal was. Wir nehmen ja jetzt eine Stunde, drei Viertel auf. Echt? Wow. Eine Rückmeldung vorbei. Was ist da los? Warum ist es so weit? Der Papa hört jetzt auf. Warum war das gerade so weiß? Und keine Rückmeldung. Das hatte ich schon mal. Das ging, ich glaube, gute 5 Minuten, oder sagen wir 3 bis 5 Minuten, so dass sich das immer wiederholt hat. Okay, es geht weiter. Da kam immer wieder der Ladevorgang, keine Rückmeldung, Ladevorgang, keine Rückmeldung, immer so weiter. Nix erlebende. Wie viele Räume sind das? Das ist eine XL-Ebene. Okay, das mache ich immer ganz gerne. Tipp abgeben, wo ist was? Oben rechts ist der Bossraum, unten rechts ist ein Schatzraum, oben links ist noch ein Schatzraum. Rechts oben, also wo die, die genau neben dem Penny, also neben deinem Geld, da ist der Schatzraum. Links oben ist der Bossraum. Und oben rechts, also rechts neben dem Bossraum, wo ich gesagt habe, ist noch ein Schatzraum. Okay. Das haben wir gleich eh vergessen. Wir sagen jetzt einfach, jeder nächste Raum, wo irgendwas Besonderes sein könnte, also eine Sackgasse, sagen wir, ob da was ist. Und zwar, hier oben ist nichts, das wissen wir ja, aber hier rechts unten, meinst du, da ist was? Nö. Ich auch. Sag ich auch nicht. Hab ich auch nichts. Gehirne! Die Tour of Hearts Karte, die finde ich gerade so geil. Es ist halt doof, dass ich keine 12 Herzen habe, weil ich das halbe weiße Herz halt verloren habe. Aber egal. Ja. Okay, da unten ist nichts. Okay, da hatte ich. Nee, da hat keiner von uns was hingesetzt, ne, auf den Raum. Ich habe gesagt, rechts oben, genau, also. Genau. Noch, da ist ein, ja, da ist ein Schatzraum, ne? Ja, habe ich gesagt. Zwei nach oben gesagt, und dann rechts. Ich habe gesagt, die Bossräume. Vergiften die sich eigentlich nicht mit den Bomben? Das sind Giftbomben und es hittet den. Denk dran, die haben als Todsünde, dass sie Zorn sind.
Menschen ganz böse. Aber es fällt mir jetzt erstmal so auf, dass diese ganzen Todsünden-Dinger immer zu den Leuten auch passen. Ich meine, Zoa und Bomben passt auch irgendwo. Ja, ja. Schon Pride, zu Pride passt ja auch Stolz, weil wegen den Trollfelsen so, das ist ja immer so ein bisschen angeberisch, ne? Ne? Und Lust ist Lust als Todsünde, der rennt dir ja nur hinterher, also der will dich, du. Der will dich. Aber was man sagen muss, ich könnte unten rechts in den Raum rein, wenn ich nur ein Herz hab oder ein halbes. Ich könnte mich jetzt einfach runterschaden lassen und dann da reingehen, oder sind da zwei Bosse? Aber dafür gibt's ja noch immer was Ordentliches.